Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben und ja, fangen direkt mal an. Na, wie bist du hier rausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Ja, wo eher, weil der Strom ausgefallen ist, oder? Wie geht's unserer Patientin? Weiß nicht. Okay, schätze ich. Wie ist ihre Atmung? Sie schnarcht irgendwie auf Spanisch. Los ojos. Me siguen. Okay. Komm schon, Mädchen. Beweg dich. Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Paquita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Immer dieses Beleidigtsein, okay. Ey. Boah. Ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Ja, geh doch ins Gerätelager da hinten. Das ist es doch da hinten. Nee. Och nö, jetzt sag echt, ich brauche einen Code. Außer den Türhebeln nur Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Na, sicher nicht für den Schnee. Oh. Oh Mann, ey. Ja, dass es abgeschlossen ist, ist doch klar. Ja. Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Oh, muss ich jetzt wieder zu... Ey, das ist hier immer... Fässer mit gesundem Futter für Pflanzenfresser. Schade, dass sie es nicht fressen. Muss man mit Notstrom laufen. Jess, du musst für mich das Parkhandbuch mit den Zugangscodes finden. Es müsste im Handschuhfach sein. Hast du die Codes? Ist es in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops-Gerätelager. Ah, okay. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. Bitte muss ich den jetzt... Ach, okay, ich habe gedacht, ich muss mir den jetzt wieder aufschreiben, so wie eben. Wo es dann wieder nichts gebracht hat. Okay. Müsste klappen. Und jetzt noch Paquita von ihrem Snack weglocken. Ja, nimm den Stock und schmeiß ihn ins Gehege. Immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Los, Mädchen, geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Na gut. Du willst doch nicht allein hier draußen sein. Möchtest du nicht wieder zu deinen Schwestern? Scheint nicht. In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Brauchst du Hilfe dabei? Nein. Aber ich bräuchte eine bessere Idee. Ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Boah, ich wollte jetzt schon sagen, jetzt hat sich das Spiel aufgehangen.
Dad, ist dir aufgefallen, dass ein riesiger Dinosaurier im Weg steht? Ich habe immer gesagt, dass du Köpfchen hast. Sieh mal nach, ob im Auto etwas ist, um sie zu bewegen. Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. So, Zweig ins Gehege, Dinosaurier hinterher. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Jetzt kann ich das Tor schließen. Okay, wieder Quicktime. Mächtiges Tor. Ich geh wieder rein. Jess. Ich bin dabei. Oh nein, das Alpha-Tier. Jess, hör auf zu hupen! Ups. The Big Boss. Oh, das kann man ja gar nicht schaffen. Okay. Action ist auch dabei. Finde ich gut. So schnell kann man gar nicht tippen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Hä? Boah, du willst mich da echt flachsen hier, oder? Jetzt aus damit! Gott sei Dank. Ist okay? Es war klar. Es war klar, dass der jetzt kommt. Aber cool. Der Big Boss. Yes, geh ins Auto zurück. Okay, die Sounds sind geil, Leute. Okay, Big Boss Kampf. Boah, ich hoffe, T-Rex verliert. Verdammt. Tja, Mädchen und Hupen, ne? Was ich mich gerade nur frage, ist, hätten wir das Ganze auch anders machen können? Dass es ein besseres Ende genommen hätte?
Oh oh. Komm schon! Ja, ja, schön! Oh. Komm schon! Das war knapp. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was ist mit dir? Ja. Zwei Arme. Zwei. Ja. Ey, ich wollte den Kampf noch weitersehen. Was ist das denn? Tja, damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Okay. Den Rest davon. Morgen bekommt sie eine richtige Behandlung. Weißt du was? Ich freue mich auf ein anständiges Frühstück. Leckere Spiegeleier und knuspriger Speck. Das wäre genau das Richtige, oder? Du magst doch Speck. Ja. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Schon wieder beleidigt? Bist du jetzt angepisst? Boah. Das erinnert mich an dein altes Häschen-Nachtlicht. Erinnerst du dich noch? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt's? Vorher wolltest du die ganze Zeit welche sehen. Nun, sie könnten es versuchen, aber sie passen nicht durch. Dad? Ja, Liebling? Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Okay, nur Betäubungsfall. Ja, ich würde jetzt nicht die Tür aufmachen. Okay, Waffe ist geladen. Die mache ich garantiert nicht auf jetzt. Den Hebel auch nicht. Ja, besser ist, wir schauen jetzt mal durch, ne? Thank you.
Was glaubst du, wer hat gewonnen? Schwer zu sagen. Aber ich nehme an, T-Rex. Und ich habe es Lady Margaret geschafft. Oh, stimmt. Wow. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex, das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Laufen! Wir werden wohl laufen müssen. Wird nicht einfach werden mit unserer verletzten Freundin. Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Sollte. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Was? Aha, na also. Ich hoffe, dass das System online ist. Verdammt. Na gut, ich brauche wohl einen Sicherheitszugriff. Schon. You didn't say the magic word. Oh, Dennis Nedry. Sie wollen ein Zauberwort? Ich habe da ein paar für Sie. Natürlich. Alles klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Okay. Nein. Gott, jemand hat wohl die Stromversorgung abgeschaltet. Warum sollten sie das tun? Um das zu klauen. Ja, ich weiß, okay, das stimmt. Jetzt haben wir Zugriff. Das ist doch mal was. Offline, okay. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft. Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Ja, mal sehen, welcher, ne? Mal Fahrzeug 3, wahrscheinlich auch offline. Okay, mein Schäfchen. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Ah, okay, das ist dieses Stromauto. Super. Willkommen an Bord. Hallo? Weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, jetzt holen wir unsere Patientin. So, dann bringt uns dieses Ding. Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Wenn Sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte! Let's go. Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Mariquita. Oh. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Ricardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los?
Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Mariquita! Angelito mio. Sie sagte, ich sei ihr Engel. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen, erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Oh, hier ist ja mehr Dialog wie Spielereien hier. Okay. Tio. Necesita. Un lápiz? Tio necesita un lápiz. Tio? Encontraron a Manolo? Sekunde, ich habe das nicht richtig oh, gesagt. Oh Mann, okay, warte El mal. Evita. La resta? El evita la resta. La resta. ¿Por qué estamos Ay, scheiße, wie mache ich denn das jetzt hier? Ich glaube, La Resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Oh Mann, also. Usted necesita el descanso? Usted necesita el descanso. El descanso? Sí, sí. Estoy cansada. Mal, der Sommerkurs hat sich gelohnt. Ortega glaubt das niemals. Jetzt muss ich auch mal raten hier. Was ist das denn? Da. Gut, hier müssen wir raus. Okay, das ist mal 1:1 von den Filmen abgenommen alles. Bis jetzt. Nur, dass das es eben... Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Ja, das ist echt im Eimer. Hallo? Hey, kann uns jemand helfen? Die Insel ist verlassen, Leute. Hallo? Immer noch. Was ist passiert? Wo sind die alle? Es gab eine Evakuierung, Leute. Das Boot hat noch nicht alle zurückgebracht. Wahrscheinlich wegen des Sturms. Naja, frisches Blut. Ach, Jesse, bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Hier ist nichts. Moment mal. Total im Eimer. Dr. Harding, hören Sie mich? Sind Sie schon im Besucherzentrum? Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Da ist es. Ist den richtigen Kanal? Doch nö. Hallo, hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie haben okay, wir haben zum Glück haben wir noch Sorkin. Eine, Sie die sind uns noch hilft. Auf der Insel? Sie sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen?
Wir haben einen T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit ihren Augen? Farbloses Klärer? Obsoklone? Ja, richtig. Genau so sieht es Verdammt. Aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Was? Nein, habe ich nicht, Doktor. Wozu sollte ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertel Milliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine und zwar schnell, wenn Sie überleben na wollen. Na gut, okay, vielleicht im Labor. Nein, stopp, die Betäubungspfeile für das Gewehr. Das ist eine Etorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisung. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Boah. Ort, an dem ich sie behandeln kann. Und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol sie. Okay, hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst. Das mache ich. Und ich wette mit euch... Da passiert jetzt was. Ah, wie das da hinten schon wackelt, da kann ja jetzt nur was kommen. Gesagt, da passiert was. Auf jeden Fall. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da passiert was. Raus! Jetzt! Was? Okay. Quicktime! Ja. Nicht bewegen, Jesse! Er kann dich nur sehen, wenn du dich bewegst! Okay. Dann das Ganze nochmal. Dad, wo bist du? Jesse, raus! Jetzt! Was? Dann das Ganze nochmal. So, aber wie mache ich das? Ah, okay, alles klar. Ist dir gut, Liebling? Alles in Ordnung. Versteck dich einfach. Oh nein. Der Zustand wird immer schlechter. Ich brauche diese Pfeile. Ich kann die Pfeile holen. Nein, Jesse. Hau einfach ab! Ich lass
dich nicht allein! Sie hatten nicht mehr lange durch, oder? Nee, dann laufe ich jetzt besser nicht. Uiuiuiui. Komm, guck auf die andere Seite. Mhm. Nee, ist schon richtig hier unten. Halten Sie durch. Ja, komm, ich muss wieder runter. Dahin. Alles klar. Komm, geh auf die andere Seite. Hallo. Mach's mir doch jetzt nicht so schwierig, T-Rex. Ah, vielleicht muss ich jetzt noch nach oben. So, runter damit. Ja, los, geh da hin. Ich brauche eine bessere Idee, so funktioniert das nicht. Na. Dr. Sorkin, wir brauchen Ihre Hilfe. Haben Sie ihr die Injektion gegeben? Noch nicht, aber... Ich verliere Ihr Signal. Versuchen Sie mich in ein paar Minuten... Verdammte! Willst du mich verarschen, Alter? Was kann man denn noch nehmen? Ich muss ihn von Jesse wegbekommen. Wenn ich ihn ablenken könnte. Ja, aber womit? Erstmal bewegt sich die Kamera hier total langsam. Howdy, kleine Paläontologen. Willkommen im Jurassic Park. Seid ihr bereit für ein paar Dinosaurier? Ich kann euch nicht hören. Immer noch nicht weg. So, also langsam wird die Zeit auch ein bisschen knapp, ne? Ich ihn nur treffen könnte. Ihn ablenken könnte. Ja, schon klar. Sterben Sie jetzt nicht. Scheiß auf die Frau. Ah, okay, ich weiß wie. So, komm, jetzt aber. Oh. Dann mal, let's go! Scheiße! Der geht ja jetzt nicht ernsthaft die Treppe darauf, oder? Der kann nicht die Treppe. Na, fuck! Und schon wieder tot. Egal, dann eben nochmal. Immer die Quicktime-Events. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Schon wieder! Scheiße!
gestoppt. Check ich nicht, ne? Ich check's nicht. Ja, ja, ist schon klar. Sie halt sie ruhig. Hä? Oh, Leute. Es ist wirklich gar nicht so einfach, diesen Scheiß ruhig zu halten hier. So, zack, zack, Hammer. Also dieses Minispiel habe ich bis jetzt noch immer noch nicht verstanden. Weg da jetzt mal so langsam, ne? Oh, Gott sei Dank gespeichert, ey. Yes, bleib unten! Geh durch! Ich werde... Lass doch jetzt los! Dein Vater ist auch da unten, mein Gott! Ich kann nicht! Keine Angst, Liebling. Okay, hör zu, Liebling. Ich zähle bis drei, dann lässt du los. Und ich bleib genau hier. Ich werde dich auffangen. In Ordnung? Okay! Okay. Eins, zwei, drei, Gott! Eins. Pfeile. Jetzt. Na komm schon. Oh. Okay, cool. Hab ich auch noch süß. Zack. 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 Schuss. Runter, hoch, links, rechts. Komm, Mick, ich hab dich. Geh dir. Weiter so. Wow. Eigentlich hab ich gedacht, der fällt jetzt um durch die ganzen Betäubungspfeile. Oh, das hat sich auch gebracht, die Tür zu machen. Moment.
denke, der kann die riechen. Er ist weg. Also er sieht Bewegung und Dad. Geruch. Oder nicht? Ja? Was? Ich habe genug von Dinosauriern. Wenn das so ist, gehen wir nach Hause. Na los, ich muss noch telefonieren. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.